Hallo ihr alle, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Themas Erziehung in Liebe und Konsequenz. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alex Popp, verheiratet, Vater von 6 Kindern. Und ich habe uns bereits im ersten Teil ein Bild vor Augen gemalt von unseren Kindern, die zu gesunden und starken Persönlichkeiten heranwachsen. Von unseren Kindern, die gerne gehorchen, die Autoritäten achten, ohne sich vor ihnen zu fürchten. Von unseren Kindern, die freundlich sind, die wertschätzend gegenüber anderen sind. Von unseren Kindern, die alltagstauglich sind für Familie, für die Berufswelt. Es bleibt nicht aus, dass am Anfang solch eines Themas uns erstmal ein Bild vor Augen geführt wird von der Ist-Situation. Von dem Zustand, in dem wir uns heute oft so bewegen. Aber das führt dann zu dem Ausblick, zu den Hilfen, zu den ganz grundsätzlichen Dingen, die uns helfen, unsere Kinder in Liebe und Konsequenz zu erziehen. Also wartet ab, es wird noch richtig praktisch. Die drei Haupterziehungsfehler von uns Eltern, die möchte ich mit euch kurz angucken. Das erste ist Verwöhnung. Kinder werden verwöhnt, meistens von Eltern, weil sie dazu neigen, da sie selber in ihrer Kindheit benachteiligt wurden, in irgendeiner Art und Weise. Oder von Eltern, die es sich einfach leisten können. Oder von Eltern, die wegen einer vorübergehenden Vernachlässigung ihrer Kinder, zum Beispiel durch ein sehr stark beanspruchtes Berufsleben, dass sie dann Schuldgefühle empfinden. Oder auch Eltern, die bemuttern, neigen zu Verwöhnung, also die sich bestätigt fühlen, wenn sie gebraucht werden. Ein Kindertherapeut hat mal gesagt, Verwöhnung ist Kindesmisshandlung. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Verwöhnung von Eltern oft mit Liebe verwechselt wird. Unsere Kinder, die sollen es mal besser haben als wir. Ja, unsere Kinder, die sollen nichts entbehren. Oder wenn wir unsere Kinder ein bisschen mehr verwöhnen, dann sind sie auch zufriedener. Aber das Gegenteil ist wahr. Wer verwöhnt, der erzieht Egoisten, Rebellen, eigenwillige Trotzköpfe, Tyrannen. Das muss uns bewusst sein. Der zweite Haupterziehungsfehler ist Überbeschützung. Also die mütterliche, die väterliche Fürsorge ist in solchen Dingen gut gemeint. Ja, aber das Kind wird in Watte gepackt. Das Kind wird zu sehr bevormundet. Ja, es wird zu großer Einfluss genommen auf das Kind. Es wird zu sehr beschützt, zu sehr beachtet, zu sehr geschont. Wann immer die klugen Eltern für das Kind denken und planen und überlegen und entscheiden, dann machen sie dadurch das Kind unselbstständig, unmündig, ungewollt hilflos, ungewollt mutlos. Viele Kinder kommen deswegen auch in der Schule nicht klar. Also nicht, dass sie kein Interesse an der Schule hätten oder am Lernen hätten oder an dem Miteinander, aber vielmehr wird die Überbeschützung und die Verhätschelung zu Hause dazu führen, dass sie sich in der Schule dann quasi, jetzt stehen sie auch nicht mehr im Mittelpunkt, jetzt werden sie quasi im harten Klima der Schule von ihrem Thron gestoßen. In 1. Mose 2, Vers 24 steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Gemeint ist hier nicht eine räumliche Trennung, sondern ein sich abnabeln können vom Elternhaus, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit leben zu können. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern, das von vornherein in unsere Kinder heranzubilden, sie da heranzuführen. Der dritte Haupterziehungsfehler ist Inkonsequenz.
hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Der autoritäre Erziehungsstil ist überwunden. Gott sei Dank. Der anti-autoritäre Erziehungsstil, der dazu führt, dass die Kinder nicht genügend Halt und Sicherheit bekommen haben, ist auch längst überholt. Und so sind viele Eltern verunsichert. Wie mache ich es denn jetzt nun? Seht mal, es geht bei Konsequenz nicht um Regeln, die kommentarlos eingehalten werden sollen. Nicht um Regeln, die mit Druck und mit Lautstärke vermittelt wollen. Es geht nicht um Regeln, die den Kindern durch Dressur verpasst werden. Seht mal, Erziehungsschwierigkeiten, die haben oft damit zu tun, dass Eltern sich den Ansprüchen der Kinder unterordnen. Väter und Mütter, die nicht lernen, auf liebevolle Art und Weise konsequent zu sein, die werden an die Wand gespielt. Konsequenz ist ein Erziehungsstil, der Grenzen setzt, ja, der Klarheit schafft, der widersprüchliche Botschaften an die Kinder vermeidet. Und so ist Konsequenz nicht Härte, sondern Entschiedenheit. Konsequenz vermeidet, dass Kinder hin und her gerissen werden. So bekommen Kinder Halt und Geborgenheit. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 37, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Konsequenz. Inkonsequenz hat verschiedene Gesichter. Wie wirkt sich die manchmal aus oder wie zeigt sie sich oft in der Erziehung ganz praktisch? Das eine in einer sogenannten Schaukelerziehung. Ja, der Vater sagt ja, die Mutter sagt nein. Nun, das finden wir oft vor und Kinder merken sich das auch ein Stück weit und wissen dann, wen frage ich denn jetzt am ehesten, wenn ich was durchgedrückt haben möchte. Hier müssen Eltern die Strategien der Kinder auch durchschauen und auch ganz klar sagen, ich will das erstmal mit der Mama absprechen oder mit dem Vater absprechen, wie auch immer. Ein weiteres Gesicht von Inkonsequenz sind Jein-Antworten. Also kein klares Ja, kein klares Nein, keine klare Grenzen, keine klare Konsequenz. Oder eine falsche Nachgiebigkeit. Es gibt durchdachte Nachgiebigkeit. Ja, also Eltern geben nach von ihrer ursprünglichen Meinung, lassen sie ab. Geben nach aus Überzeugung, weil es einleuchtet, weil sie sich geirrt haben. Das ist auch was Tolles, wenn Eltern das tun können. Aber Nachgiebigkeit aufgrund von Schwäche, von Angst oder Hilflosigkeit, das ist Inkonsequenz. Ja, das Kind ertrotzt sich seinen Willen, das Kind setzt sich durch. Und Inkonsequenz zeigt sich auch oft im vielen Reden und nicht Handeln. Ich red mir den Mund fusselig, aber die Kinder hören einfach nicht. Ja, das zeigt sich dadurch. Alles muss ich zigmal sagen. Dabei liegt es oft an den Eltern selber. Sie denken und handeln inkonsequent und das führt dazu. Und die Folgen davon ist, dass Kinder Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das wird aus der Inkonsequenz der Eltern herausgeboren. Eine weitere Folge davon ist, dass ein Kind, es will gefallen, ja, weil es ihnen an Stabilität, an Halt fehlt, erzieht Inkonsequenz zur Gefallsucht. Das Kind will es jedem recht machen. Es will nicht anecken, es will gemocht werden, es hängt sein Fähnchen nach dem Wind. Ja, das Kind mogelt sich so durchs Leben. Eine weitere Inkonsequenzfolge ist, dass das Kind tyrannisiert. Also Inkonsequenz verleitet Kinder dazu, sich durchzusetzen und sich ihren eigenen Willen zu ertrotzen.
Und Inkonsequenz führt dazu, dass ein Kind ein schwächeres Gewissen entwickelt bekommt. Die Widersprüchlichkeit der Eltern untergräbt die Entwicklung eines geradlinigen Gewissens. Weil Wahrheit nicht eindeutig ist, sondern zweideutig. Weil Einstellungen nicht klar, sondern unklar rübergebracht werden, werden Kinder dann mit einem schwammigen Gewissen erzogen. Kinder beurteilen Gebote und Verbote gleichgültig, weil daran nicht festgehalten wird in der Erziehung. Kinder bleiben so in ihrem Gewissen orientierungslos. Kinder lernen keine klaren Maßstäbe. Kinder erhalten so keine Kurskorrektur. Soweit erstmal dazu. Ich weiß, ein recht düsteres Bild, aber wisse, aus dem Angucken der Ist-Situation kommen wir dahin zu sehen, wo wollen wir hin und wie vor allen Dingen. Bis zum nächsten Teil.